Alright, Chat, es ist soweit. Ich habe ein dickes Paket bekommen. Alright, ich habe ein dickes Paket bekommen. Ladies and Gentlemen, dieser hier, okay, ist gesigned bei PlayStation Playmakers, Chat. Deswegen haben die Jungs und Mädels von Sony mir den Kollegen hier zugeschickt. Und ich weiß ungefähr, was drin ist, okay? Ich habe schon vor der Community gesehen, weil Marsha hat es schon aufgemacht, weil sie ein paar, wie nennt man das, Isoliersachen brauchte. Wie heißt das? Die so, wenn ein Paket quasi irgendwelche Sachen hat, die nicht kaputt gehen dürfen. Wie nennt man das, Chat? Styropor, ja, ja, sowas, genau, so Polster, so Füllmaterial, ja, genau, genau. Das brauchte Marsha, deswegen hat sie das schon aufgemacht. Ohne zu fragen! Da sieht man, wer der Mann im Haus ist hier, das ist ja so frech. Da sieht man, wer die Hose anhat. Ah, alright, Chat. Okay, das ist das Paket, was ich bekommen habe. Ganz kurz zu PlayStation Playmakers. Im Grunde ist das Ganze ein Netzwerk aus... Ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen, weil ich quasi selber mich da jetzt nicht unbedingt mit reinziehen würde, aber ein Netzwerk von PlayStation, von kreativen Leuten, okay? Shut the fuck up, okay? Ich will's gar nicht hören, Chat. Ich will's gar nicht hören. Ich bin ein kreativ arbeitender Mensch, okay? Leck mal die Eier. Und, Bro, da sind crazy Leute dabei. LeBron James, Reese. Bro, das ist so wild. Ich freue mich den ganzen Tag, diese beiden Leute in einer Aufzählung zu nennen. Crazy. Crazy, wirklich, das ist verrückt. Gnu ist mit dabei, in Deutschland noch. Erne, die kennen vielleicht ein paar FIFA-Arzen von euch, der ist auch dabei. Und im Internationalen sind auch noch mega viele Leute dabei. Der eine Guy von Stranger Things, der Schauspieler, ist auch dabei. Super viele Leute auf jeden Fall. Und die haben mir dieses Paket hier zugeschickt. Und wir machen es einfach auf, Chat. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Bis auf eine Sache. Ich weiß, dass da eine niegelnagelneue PlayStation 5 drin sein soll. Das ist das, was ich weiß. Das ist das, was ich weiß. Digga, holy shit. Ich kann jetzt so diesen mäßigen machen, dass ich eine PlayStation im Wohnzimmer habe und eine hier. Oder... Morgen, oder was ich auch überlegt habe, meine erste ich nehme eine PlayStation angezogen. Mit zu meiner Mom. Erstmal provisorisch das Setup aufgebaut. Dann kann ich ja nicht da, wenn auch eine bitte, wie wird's bald mal das wieder Zuschauerwohnungen bewerten? Das wäre noch besser, weil Chat, ich sage euch so, wie es ist. Es wird wieder Zeit für mehr Story-Games. Versteht ihr, wie ich meine? Es wird wieder Zeit für mehr Story-Games. Schön auf PlayZ das ein oder andere Story-Game wegzocken. Versteht ihr, wie ich meine? Es kann nicht schaden, überall eine zu haben. Alright, aber wir machen das Ding mal auf. Let's go. Chat, lass uns das Ding hier auspacken. Let's go. Oh, sorry. Sorry, das ist eine Glasscheibe hier oben. Der war vielleicht nicht so smart. Der FK, der auf Twitch fast auf PlayStation zockt, wird bei Sony und Lule. Okay, das hat Marsha mir schon erzählt, weil wie gesagt, Marsha musste dieses Füllmaterial hier sich klauen. Freunde, das hier ist glaube ich nur das Cover, ja. Das hier ist ein Cover für die PlayStation in Rot. Das ist das. Sehr geil. So ein Skin, right? Skin, ja. Kondom für die PlayStation. Kind of. Ja. Yeah. So ungefähr. Alright. Oh mein Digga, heilige Scheiße. Okay, Chat, wir haben zwei Controller hier drin. Digga, der ist ja todesfresh. Alter, der geht crazy hart, finde ich. Also ich habe schon verschiedene PS5-Controller im Wohnzimmer, aber das hier, der ist definitiv sehr fresh. Und dann den hier, den habe ich schon, aber da habe ich jetzt zwei. Nee, wait, das ist nochmal ein anderer. Das hier ist ein Spider-Man-Controller. Bro, der geht auch crazy. Den finde ich auch sehr geil. Aber ich mag den, glaube ich, sogar noch mehr. Sag ich euch ehrlich, ich finde den richtig geil. In so blau-silber. Alright, was haben wir noch? Dann haben wir PlayStation 5 Shirt. Kondom für die PlayStation, damit sie sich nicht mit deiner anderen vermehrt. Ey, Lojo, das kann, ich sag ehrlich, das kann man so, das ist, wir sind wieder in so einer Zeit, wo man diese Shirts so rockt. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist so, man denkt sich so, ja, okay, will ich das jetzt auf der Straße rocken? I don't know. Aber ich sag ehrlich, wir sind gerade in der Zeit, wo das wieder unironisch rockbar ist. Sag ich euch. Ihr sagt nein, aber ich sag ja. Ich sag ja, real talk, real talk. Vielleicht sind wir schon fast wieder aus dieser Phase raus, aber ich würde sagen, wir sind noch drinnen. Das ist genauso wie Ed Hardy und so unironisch tragbar ist gerade. Beziehungsweise Ed Hardy, glaube ich, ist schon so unironisch gerade schon vorbei. Aber das war auf jeden Fall das letzte halbe Jahr, ja, auf jeden Fall tragbar. Von bestimmten Arten von Menschen. Dann haben wir eine Jacket. Was haben wir noch? Boah, die haben todes viele Klamotten für geschickt. Hier ist noch ein Pulli. Boah, ich sag ehrlich, den bringe ich sowas von meinen Cousinen mit. Das siehst du, wenn ich in der Hut bin. Wird also Alter. Schön den. Da freut die sich todes drauf. Den bringe ich auf jeden Fall mit. Sehr geil. Auf süß. Yo, Dave, was geht ab, Bro? Zieh alles an, Dicker. Es ist todeswarm. Ich will jetzt nicht alles übereinander anziehen. Alright, Chat, das geht weiter. Hast du Spider-Man 2 Controller gesehen? Wäre ultra geil, wenn du das Game zocken würdest, weil das ist IT1 Ausrufezeichen 0 Game. Ist das musst das? Auch nicht unbedingt die Teile davor spielen. Warte mal, ist es das neueste Spider-Man? Das habe ich schon auf meiner PlayStation drauf. Meine PlayStation kam mit dem Ding. Ich habe das nur nie gespielt, beziehungsweise nie lange gespielt. Ich habe das so 20 Minuten mal gespielt, halt mit den Jungs, weil wir was anderes runtergeladen haben. Ich glaube,
Rocket League oder so. Ich weiß nicht, wie worth das ist. Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben, glaube ich, ein Spider-Man-Game gespielt. Und ich habe mit dem Spider-Man-Universum wenig zu tun eigentlich. Das ist krass, ja. Es ist auch ein geiler Stream. Also wir können das gerne mal machen. An sich, ich habe übelst Bock auf jeden Fall mal wieder das ein oder andere Singleplayer-Game reinzugehen, Freunde. Schön auf lässig, laid back mit Controller, you know. Da würde ich mich schon sehen. Wäre auf jeden Fall geil. Vielleicht mal so alles an einem Wochenende durchzocken oder so. Ich glaube, Kai Sennett hat das actually gemacht, oder? Kann das sein? Okay, ich bin Hurensohn, wenn es darum geht, solche Sachen aufzumachen. Aber, Alter, das sind Kopfhörer. Kopfhörer extra für die Playsee. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Crazy. Ah, ich zock immer auf Lautsprecher. Ich mach das Ding schön laut. Damit auch der Nachbar mitbekommt, dass ich am Zocken bin, wa? Wie unnötig, oder nicht? Ja, ich glaube, es kommt auf die Situation an. Ich glaube, in meiner Situation ist es halt echt okay. Aber wenn du in so einer Wohnung bist, Bro, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt dicke Wände hat, Alter, dann ist das, glaube ich, schon essentiell. Mann, ich mach das wie so ein Clown auf, ey. Ja, Red Dead Redemption werden wir auf jeden Fall auch noch zocken, Chat. Das ist das Nächste, was wir zocken. Höchstwahrscheinlich das Nächste, was wir zocken. Warte, wie geht es auf hier? Oh mein Gott, ich kann das jetzt nicht kaputt machen. Ich check nicht, wie man es aufmacht. Ah, man schiebt es. Oh mein Gott, Digga. Filme. Alright, Chat, neue Kopfhörer. Kann man wahrscheinlich auch mit seinem Handy verbinden, gehe ich mal von aus. Die sind wahrscheinlich einfach nur Bluetooth, oder? Oh, die sind sogar mit USB. Also ich kann die sogar easy mit einem PC wahrscheinlich auch verbinden. Digga, sick. Das könnte mal für so eine Watchparty oder so auch echt geil sein. Okay, sehr fresh. Also wir haben Kopfhörer bekommen. Dann, wir gehen in die zweite Etage, Ladies and Gentlemen. Und hier ist das Stück. Alter, ist das gottlos. Alter. Guckt euch das Ding an. Eine brandneue PS5, Junge. Geil, die nehme ich auf jeden Fall mit nach Berlin. Dann habe ich da auch eine, wie gesagt. Vor allem, wenn wir Red Dead Redemption zocken. Gesungen hast, Red Dead Redemption ist crazy, oder? Ausgeleiert. Schon, oder? Ich bin 31, nicht 40. Danke für deine Post. Also ich bin mir ziemlich sicher auf jeden Fall. Das oder wenn wir wirklich diesen Stream machen sollten mit Spider-Man, hätte ich auch ernst Bock drauf. Oder falls irgendwas Neues rauskommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch auf Playsee rauskommt. Aber es wird ja auf jeden Fall auch noch von den Life is Strange-Leuten, die das erste Life is Strange gemacht haben, auch noch ein Game rauskommen. Das werden die wahrscheinlich auch auf Konsole rausbringen. Das werden wir auf jeden Fall noch zocken, da freue ich mich sehr. Ja, aber wir haben auf jeden Fall noch viel vorgestellt. Und ich habe noch on top... Oh, warte mal, hier ist noch mehr drin. Yo! Der ist stark! PlayStation Portal Remote Player. Digga, what the fuck? Der ist stark. Ist das quasi, ich habe meine PlayStation im Raum, sitze auf der Couch und zockt es dann einfach? Digga, das ist nice. Alter, das wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Junge, das ist ja todesfett. Aber ich finde das übelst entspannt, weil manchmal denke ich mir so, ey, ich würde, glaube ich, jetzt gerade irgendwie auf der Couch auch was zocken, weil ich zocke echt selten privat offstream. Aber manchmal denke ich mir so, ich würde jetzt was zocken, aber jetzt so auf großem Fernseher das zu zocken, wäre jetzt irgendwie nicht so die Wave, weil ich gerade mit Marsha irgendwas gucke. Und dann zocke ich halt irgendwie was am Handy. Aber der hier ist stark. Der ist ernst stark. Chat, ich habe nicht diese 50 Subs übersehen. Die sind von vor einer Stunde, Bro. Ist das krank. Danke für die 50 Subgifts. Ich habe sie nicht gesehen, alright. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, die waren von einem Mädel. Hm? Mann, Chat, ich habe schon alles vorgelesen, alright. Ich habe die schon vorgelesen. Wer hat sie übersehen? Ich habe die nicht übersehen. Ich habe sie nicht übersehen, okay. Das sind die von vorhin. Ey, todesgeil. Ich pack's mal aus. Kumpel ist nicht mal eine Stunde live. Ja, dann vor 20 Minuten. Einfach die Sony-Version von einer Minecraft-Kiste. Bro. Digga, ich habe einfach eine Double-Chest bekommen. Crazy. Und dann verbindet man das einfach mit der Playsee und kann dann einfach auf der Couch zocken. Digga, der ist stark. Boah, Chat, watch this. Kamen die auf Stream? Oh. Yo. Digga, okay, der ist krass. Alter, schön mit dem einen wegzocken immer auf der Couch. Bro, der ist krass. Alter, ich wusste nicht, dass das existiert. Crazy. Der ist ernst stark. Das werde ich auf jeden Fall mal testen, Alter. Ich brauche für mich noch irgendwie so ein Offline-Game. Ich habe überlegt, ob ich, ich weiß nicht, ob es das auch auf Playsee gibt, aber ich wollte mit Marsha anfangen, Stardew Valley zu zocken. Vielleicht ist das actually geil. Es gibt safer auf Playsee, oder? Also ich brauche auf jeden Fall nochmal so ein, zwei Offline-Games. Alright, apropos Games-Chat, wir haben nochmal ein paar Sachen bekommen. Wir haben Rise of the Ronin. Ist das ein Soulstrike? Aber vom Design halt besser. Das kenne ich noch nicht. Dann haben wir The Last of Us 1. Dann haben wir Spider-Man 2. Aber ich glaube, das muss ich verschenken. Ich glaube, das muss ich an einen Homie verschenken. Weil ich habe das Spiel schon. Genauso wie Last of Us. Ich glaube, das verschenke ich. Vielleicht verlose ich das an euch, Chat. Ich muss das mal abklären. Und das neue Horizon. Alter, das habe ich noch nicht gespielt. Boah, Junge, Horizon, wie ist es? Zero Dawn oder so? Alter, das war auch so geil. Oh mein Gott.
Das sah auch so fett, Alter. Eigentlich müssen wir das zocken. Ich weiß nicht, ob das neue auch super sick ist. Ah, ja, ich lade gleich meine Maus, alles gut. Aber das erste war crazy, Dinger. Das war crazy. Und dann haben wir hier noch, was ist das? Ah, noch ein Shirt. Noch ein Spider-Man-Shirt. Auf ganz unten. Ah, ich glaube, das ist dasselbe quasi wie der Pullover. Geilo. Digga, das ist erst eine richtig fette Box einfach. Holy shit. Alright, Chat, ich werde das abklären, ob ich dieses Spiel an euch verlosen kann. Und dann komme ich nochmal drauf zurück und dann machen wir das, okay? Weil ich brauche außer Horizon keins von diesen Spielen, weil ich habe alle. Ich besitze bereits alle. Ah, okay, und Ronin. Meinung. Das besitze ich auch noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das... Ist das ein Game, was ich zocken werde? Da bin ich mir noch nicht sicher. Die anderen werde ich auf jeden Fall zocken, beziehungsweise habe ich schon gezockt. Das hier, Chat, ich weiß nicht, ihr müsst das mal sagen. Ist das sowas, wo ihr sagt, Digga, das wäre ein geiler Stream, wenn wir das mal zocken? Das wäre halt schon so ein ganzes Wochenende. Ich weiß nicht, ob Horizon worth ist für ein Wochenende. Also der erste Teil war todesfresh halt. Aber auf der anderen Seite, wir müssen auch erstmal Red Dead Redemption spielen. Sage ich euch ehrlich. Musst du auf der Red Dead Redemption muss als allererstes gespielt werden, Chat. Muss als allererstes, das muss als allererstes passieren. Das ist das allererste, was passieren muss. Digga, crazy. Unfassbar sick. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich diese Box zu meiner Mom bekomme, aber ich werde sie irgendwie hinbekommen. Ja, ey, Chat, viel Liebe in den Champions an PlayStation fürs Zuschicken. Unfassbar geil. Ja, Mann, lass uns gucken, was da noch passiert. Vielleicht passieren da noch ein, zwei Sachen. Chat, was macht man mit dieser Box? Wofür nutzt man diese Box? Hochsprengen? Voll machen mit? Was? Das wird nicht die Oddbox. Das wird nicht die Oddbox. Nur zum Planen, um wie viel Uhr wird der Stream geil? Geil. Leck meine Eier. Leck meine Eier, danke für die 10. Oh, Digga, crazy. Ja, ey, meine Mom, also, falls meine Mom dazu nicht zuguckt, ich habe schlechte Neuigkeiten oder gute Neuigkeiten, je nachdem, wie man sieht. Du kriegst eine Playstation, beziehungsweise ich krieg eine Playstation in meiner Wohnung und du kannst sie mit benutzen. Die schlechte Nachricht ist, wahrscheinlich musst du dich darum kümmern, das da irgendwie hinzubekommen. Von hier. Kannst du die Box verlosen? Ich hätte die übelst gerne. Wenn ich die nicht mehr brauche, dann ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass meine Mom todesscharf drauf ist. Ah! Ey, viel lieber in Chadiums an PlayStation fürs Zuschicken von diesem Big-Ass-Package. Kuss! Das letzte Mal, wo ich eine Box zugeschickt bekommen habe, stand die für 2 Jahre noch im Raum und ich habe die nie irgendwo anders benutzen können. Ich bin gespannt, was jetzt passiert mit dieser Box. Alright, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Got2B-Box erinnert. Digga, die da wirklich noch bis zum Auszug stand die noch da. Ich glaube, die ist actually sogar immer noch da drinnen oder so. Ich glaube, ich habe die sogar immer noch. Mal gucken, wie lange sich diese Box halten wird. Wir gucken mal. Bro, das ist ziemlich smart von Firmen, mir Boxen zuzuschicken. Weil die werden tendenziell unfassbar lange da noch stehen bleiben. Also wirklich todeslange. Aber wir gucken mal. Stell den Red Bull-Kühlschrank doch auf die Box. Dann hast du beide Sponsoren vereint im Hintergrund Smile. Boah, das wäre eigentlich so hochkantmäßig, ne? Weiß nicht, aber ich brauche auf jeden Fall irgendwas Neues für diesen Red Bull-Schrank. Weil das hier ist aktuell so ein Ding, wo man Wäsche reinmacht normalerweise. Und das war das Einzige, was ich damals da hatte, als wir eingezogen sind, damit der Red Bull-Kühlschrank nicht auf dem Boden steht. Weil auf dem Boden hat man den nicht so gut gesehen. Und das halt, den soll man halt sehen, ist ja wichtig. Und ja, und ich glaube, dass Marshall vom Ding her den auch ganz gerne irgendwie für die Wäsche benutzen würde. Aber I don't know. Oh, darf ich dir in den Sack zwicken? Klar.